Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, sei mit euch allen. Ich darf Sie alle begrüßen heute Abend zur Abendmesse. Hier heute Abend, die in der Kirche sind, aber auch alle, die über die Medien, Internet, Fernsehen und Radio Horeb zugeschaltet sind. Die Kirche feiert heute den Gedenktag des heiligen Franz von Assisi. Seine radikale Christusnachfolge hat ihre leuchtende Ausstrahlung bis in unsere Tage bewahrt. Der reiche Kaufmannssohn vernahm mit 25 Jahren den Ruf Christi zu einem Leben in vollkommener Armut und Liebe zum Kreuz. Schon bald schlossen sich dem Heiligen Gleichgesinnte an. Noch zu Lebzeiten des heiligen Franziskus hat sich der Orden weit verbreitet. Am Ende seines Lebens empfing Franziskus die Wundmale des Herrn. Er starb am 3. Oktober 1226. Schon zwei Jahre später wurde er heilig gesprochen. Halleluja, 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 Halleluja. Des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Der Herr sei mit euch. Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt Herzworte des Evangeliums, die sich den Menschen ganz tief eingeprägt haben, vor allem den älteren Menschen noch. Und so ein Herzwort haben wir heute im Evangelium. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Heute Abend eine kurze Predigt in vier Punkten dazu. Erstens, wer darf kommen? Alle. Kommt alle zu mir, sagt Jesus. Und es ist egal, ob jemand reich oder arm, alt oder jung ist, ob er Heiliger oder Sünder ist, alle dürfen kommen, jeder. Keiner ist ausgenommen. Kommt alle zu mir. Wie dürfen wir zu ihm kommen? So wie wir sind, mit allem, was uns bedrückt, belastet, an Sorgen, an Ängsten, und Ängste haben wir ja im Augenblick genug, aber auch mit allem, was uns froh macht. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.
Wir dürfen auch mit unseren Sünden kommen. Was verspricht uns Jesus, der dritte Punkt, wenn wir zu ihm kommen? Er verspricht nicht, dass dann alle Sorgen und so weiter weg sind. Er verspricht uns, ich will euch erquicken. Nun ist erquicken ein altertümliches Wort, das gebraucht heute keiner mehr. Heute würde man sagen, ich will euch fit machen. Wenn einer zu Jesus kommt, das ist wie ein geistiges Fitnesstraining, dass man wieder aufleben kann, dass man neuen Mut bekommt, dass man aufgerichtet wird, mitten in der Not und in den Sorgen. Ich will euch erquicken, ich will euch fit machen. Und der vierte Punkt, was müssen wir tun, damit wir fit werden? Einfach kommen. Kommt alle zu mir, nur kommen. Und wenn Sie Zeit haben und zu Hause ein Evangelienbuch haben oder eine Bibel haben, gucken Sie mal, was die Leute gemacht haben, denen geholfen wurde. Die sind einfach nur gekommen, zu Jesus gekommen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.